Okay. Wir sind im Konservatorium. Irgendwie, ich glaube, das Spiel wurde geupdatet. Ich war jetzt ein paar Tage jetzt nicht drin. Die Kampagne geht weiter. Quick Resume war irgendwie nicht mehr verfügbar. Anscheinend hat das gerade ein Update gemacht, das Spiel. Aber okay, weiter geht's. Der hat doch hier gelabert die ganze Zeit. Ich habe das Ding aktiviert. Die hat die ganze Zeit gelabert. Da bin ich. Jetzt gehen wir einfach mal weiter. Gucken wir mal. Geile Musik im Hintergrund. Soll ich einfach mal runterspringen? Haha! Was für zeig dich? Ich geb dir zeig dich hier! Yeah. Upsala! Komm, gehen wir da runter. Ich will mal öfter den Greifhaken hier benutzen. Ich habe mir letztens eine Review seit dem letzten Play habe ich mir eine Review angeschaut von Halo Infinite. Habe ich mir vorher gar nicht angeschaut. Und in dem Review habe ich gesehen, wie der Typ die ganze Zeit hier diesen Greifhaken benutzt hat, den ich nie benutze. Jetzt werde ich ihn öfters benutzen. Voll geil. So ein Hidden Gem. So eine versteckte Möglichkeit, geil abzugehen. Was ist das? Konservatorium betreten. Okay. Oh, wir sind drin. Konservatorium. Willkommen im Konservatorium. Danke. Let's go. Ich frage mich, wonach die Verbannten hier unten suchen. Nach Gold. Noch eins, Barton. Gehen wir hin. Hey, alles klar? Ausrüstung freigeschaltet. Mjolnir Anzug abholen. Schutzwallmodul. Mobile Deckung. Steckt viel ein, aber nur kurz. Es gibt schon einen krassen Unterschied zwischen der X und der S. Scan abgeschlossen. Das ist Spartan Vedrana Markovic. Die Rüstung ist seit 13 Tagen offline. Todesursache war... Was? Eine starke Energieklinge. Wie bei Spartan Stone. Langsam hat es Methode. Chief, wer steckt dahinter? Das finden wir noch raus. Schutzwall installiert. Der Schutzwall ist eine einsetzbare Energiebarriere, die Beschuss abhält, es dir aber gleichzeitig ermöglicht, durch sie hindurchzufeuern. Drücke rechts, um das Ausrüstungswechselmenü zu öffnen und dann links, um den Schutzwall auszurüsten. Rüste ihn per Installation von Spartan Cannon auf. Okay. Hab ich jetzt... Okay. Herausfinden, wonach die Verbannten gesucht haben. Hey! Nerv nicht. Okay, wir müssen herausfinden, wonach die Verbannten. Hey, wo ist dieser Typ? Liegt er da noch? Kann ich schon mit dem reden oder so? Hallo? Okay, gehen wir mal hier weiter. Herausfinden, wonach die Verbannten gesucht haben. Upsala! Ah, das ist dieser Schutzwall hier. Ah, okay, das ist dieser Schutzwall, alles klar. Und das ist der Mittelstrahl. Nein, ich will den Greifhaken. Wie kann ich schon mal den Greifhaken jetzt benutzen? Wie warte mal ganz kurz. Was von den Dingern ist der Greifhaken? Nimm das wieder. Ich hab's falsch gedrückt. Ah, hier habe ich schon drei Fragen. Er ist in der Nähe. Wer? Du bist hinter.
Lasst ihn nicht entkommen. Ist er tot? Dein Freund, ja. Du bist was? Tot? Könntest du das bitte wiederholen? Dies ist voll die geile Abwechslung, diese Typen. Immer ist voll gemütlich zu besiegen. Obwohl ich auch schon öfters gestorben bin. Ah, ich hab... Okay, die benutzen wir mal öfters. Aber diese Waffe hier. Bin ich hier richtig? Okay. Einfach voll in den Rücken. Schluss damit. Schluss damit, hör auf mich zu pfeifen. Hier, lad mal nach. Angriff! Der Mangler ist besser, Mann. Mit ein paar Schüssen und die sind tot. Komm, weiter, weiter, weiter. Ich nehme die Mangler. Waffe. Energie. Ey, ich konnte ihn nicht richtig schlagen. Voll in der Rücken. Ey, guck, jetzt sterbe ich. Immer wenn ich unterschätze, sterbe ich. Ruhe. Beleidige mich als Mensch. Ich bin froh, ein Mensch zu sein. Ich bin froh, ein Mensch zu sein. Und ich bin stolz drauf. Ich lasse mich von euch hier nicht diskriminieren. Und die kleinen Dinger mit einem Schlag sind die weg. Aber ich spiele auch auf einfach. Ich weiß jetzt nicht, wie es auf normal ist. Glaube ich aber, dass es nicht anders ist. Binde eine Energiekern und setze ihn in einen Schmelztiegel in der Nähe ein. Wo ist denn der hier? Oh, ja. Geht's hier weiter? Ja, wo ist denn der? Wo ist denn der Energiekern? Schauen wir uns mal hier um. Ist es nicht hier? Ah, doch. Habe ich vorhin da was falsch gemacht? War ich eigentlich vorhin eben schon? Da haben wir es. Ganz leicht. Mein was sind Geld? Du bist schwach. Was denn? Das ist ein Geschenk? Ich will Geschenke, ich mag Geschenke.
Renn nicht weg. Wieder wegrennt. Ich hab dich. Die lockern irgendwie mal die Stimmung auf. Was hast du gesagt? Ah, hier lang. Hey, hey, wer schießt denn da? Warte mal. Kujaka! Und was ist mit meinem Gesicht? Was kommt denn in meine Nähe? Ja, mal ab hier. Außer meiner Sichtweite, warte mal. Die sind schlau. Die waren einfach außer meines Sichtfeldes. Kluge Büschchen. Nicht immer, aber manchmal. Hey, hey, hey. Der macht uns platt! Okay, warte mal. Noch weitere Energiekerne brauche ich. Okay. Wo sind die Energiekerne? Ist da hinten ein Energiekern? Ah, da, gerade einfach vor mir eine. Auch eine? Hm, sie braucht mehr Energie. Finde noch eine. Hey, das sind aber viele Gegner. Das sind viele rote Punkte. Was ist denn? Ich sterbe, warte mal. So, wo ist der Energiekern? Sind das so riesige Areale, wahrscheinlich super schön für Multiplayer, aber für die Kampagne ist irgendwie alles hier so leer. Ich brauche nur diesen Kern. Aber wo? Wo ist dieser Kern? Muss ich 100 Jahre lang jetzt suchen. Und hab ihn! Ja gut, aus 100 Jahren wurden 3 Sekunden, weil ich einfach mal den Zielknopf gedrückt habe. Und geöffnet. Komm schon. Gehen wir besser, bevor sie wirklich kreativ werden. Ich glaube, das wird niemals passieren.
Moment. Hören Sie das? Nö. Das kommt von da vorne. Doch, jetzt höre ich ihn klopfen irgendwie. Mach auf. Diese Installation, der Vorbote, Exil war endgültig. Wie kam sie zurück? Es ist unmöglich. Das kann nicht sein. Ich muss zurück. Alles erfahren. Wir sollten ihr helfen. Vielleicht. Nein, sie hat recht. Ich benötige ihre Hilfe. Wer bist du? Wie heißt du? Ich bin des Pond Empire. Illuminat dieser Installation. Und dies ist mein Konservatorium. Mein Konservatorium. Das ist nicht richtig. Vielleicht kann er... Oh nein! Die ganze Story besteht darin, dass... Was waren das für Flugdinger? Dass die Waffe irgendwas sagt. Neu. Gefährlich. Und das Pond Empire? Neu. Potenziell gefährlich. Oh. Unerwartet optimistisch. Kann ich einfach weiterlaufen? Muss ich hier alle töten oder kann ich einfach weitergehen? Ich mache es schmerzlos. Ja, ich auch, deswegen gehe ich einfach weiter. Ja, die ganze Story besteht darin, dass irgendwo gehe ich hin, da kommt davon mal die Waffe und erzählt irgendwas. Das sind die einzigen Animationen, die ich sehe. Da sehe ich irgendwie, wie der Master Chief sich irgendwie umdreht, wie man sie kurz sein Gesicht sieht, beziehungsweise den Typen sieht mit der Ausrüstung und dann. Geht's weiter. Nächstes Ziel. Komm, wir gehen einfach weiter. Bis jetzt hat mich die Story nicht wirklich gepackt. So am Anfang, nach der ersten Stunde, nach irgendeiner Mission, war ich irgendwie ein bisschen gefesselt und jetzt irgendwie immer das Gleiche. Vielleicht kommt noch was, warte mal. Okay, und jetzt? Diesem Kampf entkommst du nicht. Jetzt bin ich dir tot. Schneide dich in Stücke. Hey, hallo. Die haben mich einfach zerfetzt. Da liegt er. Oder man sieht den Master Chief, wenn er tot ist. Nochmal oder was? Ich laufe einfach vor dem weg. Nerv nicht. Komm weiter. Da schwinden wir keine Munition. Nahkampf auf, ich muss einfach schnell. Alter, die haben mich wieder zerfetzt. Die sind gut. Ich werde dich das betteln. Ich werde dich das betteln, deren. Wieso geben die mir keinen Checkpoint da vorne? Ich muss immer an den Typen hier wegrennen und davonlaufen. Oder ich muss hier nochmal nach Waffe suchen. Warte mal, lass mich mal kurz in Ruhe hier, hallo. Warte mal, vielleicht sind da gute Waffen. Vielleicht müssen wir die mal kurz zerfetzen. Ne?
voll vibriert diese Waffen. Nee, die kann ich gar nicht nehmen. War das? Jetzt sind die alle weg. Warte mal, jetzt guck ich mal, ob die geile Waffen sind. Das ist eine gute Waffe, aber da schießt immer nur ein paar Mal, ne? Ist das gut? Oder was ist das? Ja, versuchen wir es mal mit dem Teil hier. Was gibt es denn hier noch? Ja, nee. Gib mir mal wieder das zurück. Nee, nee, das war das Große. Und was haben wir hier? Kann ich gar nichts nehmen. Was war das eben? Ja, okay. Die Mängler behalten wir noch, weil die super stark ist. Was haben wir noch? Irgendwie diese fetten Dinger zum Werfen da. Hier sehe ich nichts. Oh, was haben wir hier noch? Ist das der Zerstörer? Den hatten wir doch eben. Ja, komm, versuchen wir es mal. Wenn es wieder nicht klappt, dann schieße ich aber die ganzen Typen da nicht ab. Ich glaube, zwei habe ich besiegt, ne? Kontrollpunkt! Geil! Okay, hat geklappt. Hallo? Hallo? Komm, lauf. Wir sind schon fast ganz unten. Moment, hören Sie mal. Bitte, tu das nicht! Es darf nicht passieren! Es ist falsch! Ah, die habe ich schon bemerkt. Das ist eine geile Waffe, Mann. Ja, die muss jetzt noch ein bisschen weiter schreien. Ich muss jetzt noch ein paar Leute hier besiegen. Okay, das ist eine geile Knarre, Mann. Wo er wieder da rumfliegt. Ah, die Munition ist aber alle. Noch 5 Schuss. Komm, den nutzen wir noch aus. Der letzte Schuss hat noch gesessen. Der hat noch gesessen. Was ist denn? Nerv doch nicht. Oh, was ist das denn hier? Kann ich irgendwie meine Munition auffüllen? Ganz kurz, bevor ich hier weitermache. Die geile Musik im Hintergrund, ja echt. Ich würde gerne einfach noch die Munition auffüllen, aber irgendwie... Wie komme ich jetzt noch hier weiter? Despondent Pyro finden. Er hat Angst. Noch mehr Lärm und er wird dich zuerst töten. Ja, wer sagt denn das gerade? Dann noch Kontrollpunkt.
Und hier kam ich doch. Was muss ich denn tun, dass sich jetzt hier die Tür öffnet? Von hier bin ich doch gekommen, oder? Ja, ne, hier bin ich nicht richtig. Ich muss schon hier hin. Irgendein Knopf, den ich betätigen muss. Warte mal, hier ist außenrum, ne? Okay. Ah, das sind meine Freunde. Huja! Huja! Das war es auch. Mir darfst du nicht unrecht, ne? Die Verwandten sind ewig. Da kann ich aufladen, ich gerade. Mal aufladen. Empty. Okay, gehen wir weiter außen rum. Wenn der Helm erstmal weg ist, ist einfach zu besiegen. Ah, ich vergesse immer den Haken da. Mit Ruhe. Okay, komm. Der Ring. Halo. Du verstehst nicht, was du verbirgst. Was du bist. Was Kompromiss bedeutet. Ach ja? Erklär mal. Ich werde den Ort nicht preisgeben. Keine Rückkehr der Endlosen. Uns trifft keine Schuld. Die Blutsväter haben das in Gang gesetzt. Ich beende es. Nein, ich. Denn ich bin der Master Chief. Autotune. T-Pain. Schön aus rumgelaufen die ganze Zeit. War da irgendwas zum Nachladen eigentlich? Habe ich jetzt nicht drauf geachtet. Komm, egal, lauf weiter. Irgendwo ist immer was zum Nachladen. Ich merke aber auch selbst, dass ich immer nur an diesen ganz normalen Gewehren interessiert bin. Kein Bock auf diese Plasma-Sachen. Verbrenne ich mich nur. Okay, nee, hier ist nichts zum Nachladen. Komm. Oh nein, wir sind zu spät. Oh nein. Etwas Schreckliches ist hier passiert. Los, schließen Sie mich an. Okay. Guck immer das Gleiche. Schließ die irgendwo an und dann kommt die Waffe raus. Jetzt kommt die raus und dann erzählt die irgendwas. Das sind die einzigen Sequenzen irgendwie. Du weißt, was ich will. Leider ja, Cortana. Doch meine Meinung bleibt unverändert. Die Waffen der Installation sind zwar dein, aber ihre Geheimnisse nicht.
Sie müssen gewahrt werden, geschützt. Besonders die Eindämmungsanlage. Eindämmung? Die Flood? Warum sollte... Wir beide wissen ganz genau, dass es in diesem Ring Schlimmeres gibt als die Flood. Nein, das kannst du unmöglich wissen. Dann kommst du mich nun holen? Warum tust du das, John? Warum verstehst du nicht? Das Siegel darf nicht gebrochen werden. Die Bestraften nicht befreit. Das ist nicht verhandelbar. Es gibt keine andere Wahl. Überdenke es. Die Konsequenzen deines Anliegens. Zurück in dein Konservatorium, Illuminat. Illuminati? Was bedeutet das? Was könnte schlimmer sein als die Flood? Nichts Gutes. Finde einen Weg raus. Bin dran. Kämpfe ich jetzt gegen die Dinger? War's das? Nee, da kommen noch mehrere. Wissen Sie noch, als Sie von neu und gefährlich sprachen? Sicher. Sie hatten recht. Ja, mit der Mengele ist es ganz easy. Guck mal, yeah. Der Feind bekommt Verstärkung. Ach ja? Das wollte ich jetzt nicht hören. Tut mir leid, das dauert länger als gedacht. Etwas übernimmt die lokalen Systeme. Beeil dich doch mal. Ist der auch noch da? Wo kommen diese ganzen Skimmer her? So nennen wir die jetzt also? Nun, ich hatte auch an fliegende Oktopusaffen gedacht. Dann also Skimmer. Skibber! Skibby! Was seid ihr? Wir fliegen den Flur. Rotpunkt ist immer so ganz in der Nähe, aber da ist niemand. Da unter mir vielleicht schon was. Kontrollpunkt. Achtung, da kommen noch mehr. Ach ja? Ich habe nur noch 8 Schuss. Ich weiß, der Code wird überschrieben. Mit Blutsväterroutinen geändert. Ich habe keine Munition. Soll ich irgendwas aus dem Boden hier nehmen? Ich will aber meine Waffen nicht aufgeben. Es ist vorbei, Leute. Ich werde dich leiden, Leon. Das ist so eine Gammelwaffe hier. War das schon ja, was alles? War das, Mann? Was habe ich da für eine Waffe aufgehoben? Ich bin tot, die schießen immer noch auf mich. Die sind schlimmer als Chief, ich. Feindliche Verstärkung. Okay, warte mal. Irgendwo kann man bestimmt aufladen. Oder man nimmt. Nee, dieses eine Gewehr war doch unnötig. Irgendwo ist bestimmt was zum Aufladen nochmal. Lass mich in Ruhe! Ich komm nicht mehr raus. Oh. Sehe ich da was Gelbes noch mal? Ich kann aber wenigstens Granaten werfen. Ich spring mal ein bisschen rum. Da ging nur die Tür auf, erste Tür auf, aber nicht die zweite. Es bringt nichts, mich zu töten. Warum? Ich
Lauf einfach mal im Kreis. Geht da was auf? Nee. Irgendwie funktioniert, sie machen komische Geräusche. Aha. Mein Mängler zurück. Fertig. Holen Sie mich ab. Ich hab den Mängler, ist jetzt weg, aber wo geht man die andere Waffe wieder zurück? Ja, fertig, aber wo ist mein. Wo hab ich jetzt die Waffe hin? Hier, das Key kann man aufladen. Warte mal, wo ist meine Waffe? Das war nicht meine Waffe, warte mal. Warte mal, wo ist meine? Ja, da ist sie doch. Und jetzt ist sie sogar aufgeladen. Hier, schön aufgeladen. So, alles klar, let's go. Ich will eigentlich zu dir. Setz dich was zusammen. Achso, wieder rumlaufen, 100 Kilometer. Was ist vorhin passiert? Als ich mit dem Dock verbunden war, wurde etwas freigeschaltet. Etwas Wichtiges. Cortana war hier. Vor 6 Monaten. Ich fühlte, was sie fühlte, als sie ankam. Es war Freude. Furcht und Schmerz. Chief, ist das noch ein... Hier tobte ein großer Kampf. Spartans sterben nicht einfach. Ich weiß. Ausweichmanöver. Ein Schubdüsenmodul. Ausweichmanöver auf Knopfdruck. Na gut. Wer bist du? Scan abgeschlossen. Spartan Theodore Sorrell, Spezialwaffenexperte, starb vor 13 Tagen, wie Markovic. Der Attentäter? Roots. Mehr als einer. Wer sie auch sind, sie sind Profis, gut ausgebildet. Wir haben eine Rechnung offen. Schubdüsen installiert. Schubdüsen erlauben dir Manöver zu jeder Seite, um Angriffen auszuweichen oder dich schnell in Deckung zu begeben. Drücke rechts, um das Ausrüstungswechselmenü zu öffnen und dann oben, um die Schubdüsen auszurüsten. Rüste sie bei Installation von Spartan-Kernen auf. Okay. Okay. Der arme Spartan. Rest in peace. Ruhe, Frieden. Du bekommst keine zweite Chance. Wo geht's weiter hier? Chief, die Plattform. Wir sind zu spät. Nee, keine Sorge. Ich klär das. Sterben nicht. Das ist nichts. Nichts. Dafür stirbst du. Ja, ich sterb wirklich. Ausgelöscht. Wie arg schwitzt der da in der Ausrüstung? Ist doch bestimmt voll warm da drin. Wie ist denn da die Belüftung? Sind so Funktions. Chief, die Plattform! Wir sind zu spät! Noch nicht. Werden meine Narben sinken. Diese Waffen sind auf dich! Sprengstoff! Bereit machen! Der Ring gehört den Verwandten! Hör auf zu schießen! Ah.
Einer ist schon mal weg. Schnell. Lebt tot um ein Hart. Nur eine Fleischwunde. Nichts weiter, Eastman. Scheibenkleister. Ich hab nicht aufgepasst. Wo liegt denn der jetzt rum? Voll in die Ritze geflogen. Chief, die Plattform. Wir sind zu spät. Noch nicht. Dunkel, ja. Ich zerfetze dich. Kämpf ohne deine Rüstung, Schwächling. Ja, gleichfalls. Dein Blut wird meine Rüstung färben. Stirb. Was war denn da eben? Schwarzbild eben. Eben auch Schwarzbild gehabt. Was war denn das? Ich bin der Wille von Atriox. Ich verfluche dich. Abschau. Ich hab jetzt auch so eine Waffe und jetzt. Die waren echt hartnäckig. Ja, die waren gut. Haben die Spartan Sorrel getötet? Negativ. Seine Mörder sind noch aktiv. Ich will meine alte Waffe wieder. Warte mal, und danach lade ich auf. Ich stehe da. Ich hab da gerade was gesehen zum Nachladen. Hier. So, und dann schön nach vorne hin zum Nachladen. Ich sehe die Dinger immer erst, wenn alles vorbei ist. Ah. Ja. Schlau. Fernzugriff. Hey, boah, was war denn das jetzt wieder? Soll ich da hoch, oder? Soll ich denn da hin? Ah, hier. Cortana, tu was. Dieser Aufzug bringt uns zurück zur Oberfläche. Ergibt keinen Sinn. Warum kommen sie hier runter? Nur wegen der Illuminatin. Die Illuminatin soll den Ring schützen. Wozu also ihr Tod? Ich weiß nicht. Ich weiß es nicht. Ladebildschirm. Okay, was passiert jetzt? Despondent Pyre? Sie hatte etwas, das ich brauchte. Ich weiß von dir, Reclaimer. Doch hör gut zu. Ihr seid nicht die Zukunft. Alles okay, Chief? Versuche, die Panzerung freizugeben. Streng dich an. Schluss mit den Lügen der Blutsväter. Ich bin die Vorbotin der Wahrheit. Die Endlosen werden erscheinen. Und aufsteigen. Jetzt wäre gut. Ich weiß, ich weiß. Drei. Die Reformation beginnt. Zwei. Eins, los! Thank you.
war zu langsam. Sie hätten sterben können. Schon gut. Du hast uns beide gerettet. Neue Mission. Spitze. Dieses Bauwerk. Ja. Wissen Sie, was das ist? Nein. Die Vorbotin sagte, die Endlosen werden erscheinen. Vielleicht sind sie da drin. Vielleicht finden wir es raus.